In der Sporthalle Walfersheim gibt es das zweite Semifinalspiel zwischen den Kapfenberg Bulls und den Klosterneuburg Dukes. Die Niederösterreicher führen in der Serie mit 1:0. Die Bulls beginnen von links nach rechts, zeigen gleich zu Beginn viel Aggressivität und Intensität in der Defensive. Xavier Ford mit der 6-Punkte-Führung. Bei den Dukes geht zunächst kaum etwas aus der Distanz. Jurica Blažević trifft im ersten Viertel den einzigen Dreier der Klosterneuburger bei 7 Versuchen. Ganz anders das Heimteam, man spielt variabel, zeigt guten Teambasketball. Milan Stegnajic bringt viel Energie von der Bank. Die Kapfenberger führen nach dem ersten Viertel mit 23:12. Auch im zweiten Viertel ändert sich wenig an der Charakteristik des Spiels. Die Bulls bestimmen das Tempo. Bogic Vujošević kommt insgesamt auf 23 Punkte. Er wird Topscorer der Begegnung. Die Klosterneuburger leisten sich alles in allem 19 Ballverluste. Xavier Ford vollendet mit viel Athletik. Der Forward erzielt 13 Zähler, holt zudem noch wichtige 8 Rebounds. Elijah Wilson zeigt ebenfalls eine starke Leistung. Der 24-jährige US-Amerikaner kommt auf 20 Punkte. Zur Pause führen die Bulls bereits deutlich mit 51:35. Die Dukes treten aber mit viel Leidenschaft und Willen auf, kämpfen sich Stück für Stück zurück. Clemens Leidolf verkürzt auf 6 Punkte. Rückstand. Die Bulls verlieren ihren Rhythmus komplett, die Klosterneuburger bleiben sehr unangenehm. Moritz Lanegger gegen Ende des dritten Viertels mit dem 59:63 aus Sicht der Gäste. Es ist eine sehr intensive Partie. Bei den Dukes erhält der nicht ganz fitte Predrag Miletic wenig Spielzeit. In den wichtigen Momenten übernimmt daher Moritz Lanegger. Er kommt auf 13 Punkte, verkürzt auf -5 aus Sicht der Niederösterreicher. Am Ende behält aber vor allem Bogic Vujošević die Nerven. Der Point Guard trifft 17 seiner 18 Freiwürfe, bringt den Sieg dadurch sicher nach Hause. Die Bulls gewinnen mit 89:82, schaffen in der Serie den Ausgleich zum 1:1. Die kommenden beiden Spiele finden in Klosterneuburg statt. Wir haben ein paar Fehler gemacht in der Defense, das wir haben in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Und Klosterneuburg hat einen kleinen Run gemacht. Ja, wir müssen das analysieren und schauen. Die erste Halbzeit war sehr gut. Unsere Taktik hat sehr gut gepasst. Zweite Halbzeit haben wir wieso weg von dieser Taktik. Wir müssen das checken, dass wir über 40 Minuten unser Gameplan behalten können. Kapfenberg hat dann weniger getroffen. Wir haben uns die Rebounds geholt, aber ich habe gerade auf das Statistik jetzt geschaut, 19 Turnover hält man einfach nicht aus. Das ist zu viel. Das ist bei einem engen Spiel zu viel. Obwohl wir trotzdem ein, zwei Möglichkeiten hatten, wirklich noch das Spiel noch spannender zu gestalten. Wir haben 3 Offensiv-Rebounds von Kapfenberg zugelassen und als Strafe kriegen wir dann nur einen Dreier. Das hält man normalerweise nicht oft aus. Am Dienstag sehen Sie auf Sky Sport Austria HD die dritte Begegnung zwischen den Gmunden Swans und den Oberwart Gunners. Die Swans führen in der Serie bereits mit 2:0, können mit einem Heimerfolg den Einzug ins Finale fixieren.